In den meisten Fällen reicht die Genauigkeit der Kameraübertragung an die Mr. Beam Software völlig aus. Manchmal kann es jedoch sein, dass man es noch ein Stück genauer haben will. Wie das funktioniert und dass auch das wirklich einfach umzusetzen ist, wollen wir euch heute in diesem Tutorial zeigen. Viel Spaß! In der Regel gilt beim Mr. Beam eine maximale Kameratoleranz von plus minus 5 mm. Wenn du also sicher gehen willst, dass du genau da laserst, wo du es haben willst, dann bietet es sich an, das Werkstück vorher millimetergenau auszurichten. Auch sinnvoll ist es, die Technik einzusetzen, wenn du mal mehrere Teile exakt identisch lasern willst. Damit kannst du sicher gehen, dass sie am Ende auch wirklich genau übereinstimmen. Zuerst wollen wir kurz zusammenfassen, was du alles dafür benötigst. In der einfachsten Variante ist dazu sogar nur ein einziger Karton, der mindestens so groß wie dein Werkstück ist, und irgendeine Art von Längenmesswerkzeug notwendig. Wir empfehlen dazu noch etwas Kreppband zu verwenden, damit nichts verrutscht. Alternativ kann es auch sinnvoll sein, statt der Pappe eine Schaumstoffmatte zu verwenden. Das ist gerade dann sinnvoll, wenn du eine Serienproduktion daraus machen willst. Beginnen wir als nächstes mit dem wirklichen Ausrichten. Messe dazu die Maße deines Werkstücks ab. In unserem Fall ist es die Länge und Breite einer hölzernen Wäscheklammer. Hast du zum Beispiel ein rundes Objekt, benötigst du lediglich den Durchmesser davon. Im nächsten Schritt erstellst du in einem Bildbearbeitungsprogramm deiner Wahl die jeweilige Form deines Objektes. Bei uns ist es ein Rechteck mit den Maßen 61 x 11 mm. Dieses soll später auf den Karton gelasert werden. Setze dafür die Kontur und entferne die Füllung des Rechtecks. Bei Adobe Illustrator kannst du das ganz einfach links im Werkzeugpanel machen. Sollte dein Design später nicht nur aus Gravur bestehen, empfehlen wir außerdem, dein Rechteck bzw. deine Kontur in einer anderen Farbe zu färben, damit du die beiden später unterscheiden kannst. Dazu legst du jetzt noch dein Design für später in der Datei mit ab und platzierst es so in der Kontur, wie du es auf dem Werkstück haben willst. Speichere, wenn du fertig bist, die Datei als SVG ab. Lege nun den Karton in den Mr. Beam und befestige ihn am besten jetzt schon an den Rändern mit etwas Kreppband. Wenn das Papier im Mr. Beam liegt, kannst du in der Mr. Beam Software deine Datei aufrufen und auf den Arbeitsbereich platzieren. Fokussiere nun den Laserkopf schon mal auf die Höhe, die später dein Werkstück hat. Lege es dazu einfach kurz in den Mr. Beam auf den Karton drauf und lasse den Laserkopf darüber fahren. Nimm danach das Objekt wieder heraus und klicke auf Lasern. Ausnahmsweise kannst du jetzt sozusagen falsch fokussiert auf den Karton lasern, damit du den Laserkopf nicht mehr mit der Hand verschieben musst. Wähle in der Software als Material Pappe aus, drehe die Intensität des Lasers etwas nach oben und schiebe alle Arbeitsschritte bis auf deine Kontur auf Überspringen. Die Kontur schiebst du stattdessen zum Gravieren, um den Karton an den richtigen Stellen als Schablone anzukratzen. Hast du das erledigt, kannst du den ersten Laservorgang starten. Wenn der Laser die Kontur auf den Karton graviert hat, kannst du dein Werkstück exakt auf die Gravur legen. Dann drückst du erneut auf Lasern, ohne etwas am Design selbst zu verändern. Als Material wählst du dieses Mal das Material deines Werkstücks aus und schiebst die Kontur auf das Überspringenfeld. Der Rest wird in diesem Durchlauf gelasert. Damit sollte dein Design exakt da sein, wo du es haben willst. Wir hoffen, wir konnten dir damit weiterhelfen und wünschen dir viel Spaß beim Lasern. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!